So, dann nochmal einen wunderschönen guten Abend. Heute sind natürlich nicht so sehr viele vertreten, aber das ist ja kein Problem. Die Aufzeichnungen kommen ja jetzt wieder in YouTube. Allerdings etwas zeitverzögert, immer meistens so nach ein paar Tagen erst. Die Firma hat natürlich sehr, sehr viel zu tun und das ist auch gut so. Und wir müssen uns halt dann immer ein bisschen in Geduld üben. Trotzdem, wer mich noch nicht kennt, mein Name steht ja hier ganz klar. Mein Name ist Rosemarie Kirner. Ich bin ja vielen schon bekannt, weil ich schon seit langem die Firma unterstütze, indem ich hier diese Webinare spreche. Herzlich willkommen auch in die Schweiz. Einige sehe ich hier sind aus der Schweiz. Ihr wisst ja, ich bin am 22. Mal wieder ausnahmsweise vor Ort. Ist ja nicht mein Verantwortungsbereich. Trotzdem freue ich mich und ich würde mich natürlich ganz besonders freuen, wenn einige Schweizer, wenn ich die persönlich kennenlernen dürfte. Doch nun zu unserem Webinar Skyway, das innovative Transportsystem der Zukunft, das immer weiter voranschreitet und natürlich leider auch immer, immer mehr Gegenwind bekommt. Aber das ist nun mal so. Trotzdem lassen wir uns nicht davon erschüttern und wollen versuchen, viele, viele Menschen noch anzusprechen, die die Chance nutzen wollen, das Ganze kennenlernen wollen und vielleicht unterstützend dabei sein wollen. Um was geht es heute wieder? Um den Gründer. Ihr werdet es merken, ich habe heute ein bisschen was verändert. Skyway, bisschen Historie heute, wie alles begann. Patente, Auszeichnungen gibt es ja mittlerweile in Hülle und Fülle, Zertifizierung. Dann natürlich, was ist Skyway, wo liegen die Vorteile? Auch ein bisschen was über die Technologie. Ganz besonders für unsere Neuen, die noch nicht so sehr viel über die Skyway-Technologie wissen. Das ist einfach wichtig, dass man es versteht. Die Anwendungsgebiete und Verkehrsmittel habe ich auch etwas angepasst. Öko-Technopark, das Projekt, das ja im Moment über Crowdfinancing finanziert wird. Die Vermarktung, wie ist die Strategie der Vermarktung des Unternehmens, was ja sehr, sehr wichtig ist. Gibt es Unterstützer? Jawohl. Wie sieht es mit Projekten aus, Verträgen? Wo werden Gespräche geführt? Ich habe das Ganze etwas erweitert jetzt. Und natürlich im Moment die aktuellen News. Aus den russischen Webinaren gibt es diese Woche nichts. Und diese Informationen werden demnächst auch nur in den Workshops bekannt gegeben. Das sage ich jetzt gleich mal von vornherein. Ich halte mich hier nur an die offiziellen Nachrichten. So, wer ist er? Anatol Eduardovich Vinitsky, eine wichtige Persönlichkeit, kommt aus dem Transportbereich, aber natürlich auch aus der Astronautik, Kosmonautik. Er ist ein wichtiger Erfinder. Wir sehen hier 140 Erfindungen, viele wurden auch schon lukrativ umgesetzt in der ehemaligen UdSSR. Er hat 18 wissenschaftliche Monographien schon erstellt. Das sind einfach wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit einem Projekt, mit einem Gegenstand befassen. Und zahlreiche weitere wissenschaftliche Arbeiten. Er ist Mitglied des Bundesverbandes der Astronautik. Das sehen wir jetzt hier aus dieser Zeit und auch aus seiner Transportzeit. Werden wir nochmal in der Historie ein bisschen was sehen. Kommt ja auch die Grundidee Spaceway und eben diese Technologie, diese neuartige Skyway. So, dann ist er Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften und das seit 2000. Auch das spiegelt sich ja in seinen Arbeiten wieder, in seinen zukünftigen Projekten, die auch über Crowdfunding finanziert werden, zum Beispiel die Ökohäuser und was alles sonst noch auf uns zukommt. Ich bin schon ganz gespannt, was das so alles ist. So, wer sich noch informieren möchte, was es alles so gibt, die ganzen letzten Jahre, Jahrzehnte, denn er arbeitet ja seit 40 Jahren an dieser Technologie, findet man auch ganz gut aufgeschlüsselt in der Seite unitsky.com. Also wer sich informieren möchte, wird sich hier definitiv nicht langweilen. Diejenigen, die schon länger dabei sind, wissen das und die werden mir natürlich recht geben. So, und nun schon zur Historie. Hier die ersten Visionen von Unitsky. Wir sehen hier schon vor 1977 hier die ersten Zeichnungen aus dieser Zeit. Also ist ja schon ganz spannend, was hier so alles damals schon an Bildern vorhanden war. Dann haben wir vor kurzem ja auf einer Ausstellung auch gesehen in Gomel, das ist die Geburtsstadt von Vinitsky.
Das ist ein ganz wichtiges Industriezentrum in Weißrussland. Hier hat er schon die ersten wichtigen Sachen ausgestellt, hier die Skizze von 1977, aber auch schon seine Idee mit Spaceway. Damals hat er das Ganze mit organisiert und durch die ganze Organisation ist er dann in die Aufmerksamkeit geraten und bekam dann auch die Unterstützung der Kosmonautischen Föderation und hat dann die Organisation Star World gegründet. So, dann wer sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, jetzt wissen wir neu weniger. Das Ganze, die Realisierung des Projektes begann eigentlich schon 2001, hier mit diesen LKW-Versuchen, hier mit dieser speziellen Schiene, also diesem Testmodul. Hier ist er noch sehr jung, man kann ihn nicht so gut hier erkennen. Auch hier rechts ist ein wichtiger Unterstützer, nämlich Terehin, ein russischer Millionär, der ja jetzt wieder als Unterstützer dabei ist. Nach vielen, vielen Jahren hat er ganz überrascht gesehen, was passiert ist. Diese Teststrecke war damals in der Region Moskau bei der Stadt Ossori. Hier hatte man auch schon einen sogenannten Null-Kilometer-Stein. Und dieses hier wurde ja leider 2009 in einer Nacht- und Nebel-Aktion zerstört. Warum ist das geschehen? Das ist sehr interessant. Junitsky, seine Technologie wurde unterstützt von hier Morozov. Morozov hat das Ganze 2009 im November nochmal vor dem russischen Präsidium vorgetragen, damals eben Dmitri Medvedev. Damals schmunzelten noch alle über Skyway und Medvedev meinte, doch manchmal muss man träumen können. Damals hat man auch gelächelt, als man mit Pferdefuhrwerken fuhr. Damals hat sich keiner vorstellen können, dass es später mal Autos gibt und so weiter. Heute ist alles Realität. Er fragte dann Morozov, können Sie denn das auch finanzieren? Er hat das dann bestätigt, ja, er sagte, ja, es gibt Finanziers und so weiter. Er sagte aber auch, ihr habt mir doch das Ganze schon mal vor 8 Jahren vorgestellt, warum ist denn nichts geschehen? Daraufhin sagte Morozov ganz richtig, ja, leider war das so. Viele haben gesagt, es ist zwar interessant, wichtig, dass man es hat, aber es gehört halt einfach nicht zu meiner Abteilung, zu Deutsch. Sie wollten es nicht haben, wie halt so die Lobby ist. Medvedev meinte darauf, gut, dann lasst uns jetzt das Ganze voranbringen. Eine Woche später wurden doch 100 Leute aus, das hat Junitsky mal erzählt, aus dem Wirtschaftsbereich Transport eben das Ganze zerstört, abtransportiert. Und das hat Junitsky ganz schön zurückgeworfen, sodass er dann 2014 versucht hat, über Crowdfunding diesen Weg zu gehen, nachdem es anders einfach nicht ging. So, 2015 begann man dann hier mit den kleinen Bäumen zu beseitigen, hier die ersten Rodungsarbeiten und das Ganze dann hier eben zu verwirklichen. Und heute sieht also nochmal 2015 im Oktober hat man dann hier dieses Weißrussland gelegt, hier diesen Null-Kilometer-Stein, hier sieht man ihn nochmal deutlich und das Ganze eingeweiht. Hier nochmal Irina und ihr Mann und hier Junitsky, wie er das Band durchschneidet. Und 2015 auch ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Skyway. Rotuk kam dazu, Rotuk, der ja lange, ein halbes Jahr bearbeitet wurde von einer Investorin aus Weißrussland, die aber in Australien lebte, in seiner Heimatstadt. Er ist ja der ehemalige Verkehrsminister und er ist ja schon nach Weißrussland gekommen, da stand eben noch nichts. Eben 2015 hat er dann schon eine Absichtserklärung unterzeichnet, weil er so begeistert war von dieser Technologie. Er hat ja jetzt die Skyway Australia, wie wir dann noch sehen werden. So, dann ging es weiter mit den Arbeiten im Ökopark. Hier sieht es ja noch sehr sporadisch aus. Und so sieht es heute aus. Übrigens, diese Bilder hier sind brandneu. Ihr werdet sie sehen dann zum Abschluss nochmal in dem Video, wo die Investoren eben, hier haben wir sie alle ganz schwach drauf, deshalb konnte ich das Bild hier mit einbauen, wo die Investoren jetzt am 5. Juni eben vor Ort waren und eingeladen wurden. So. Nun,
Heute sieht das Ganze schon etwas spannender aus. Es gibt die Anerkennung vom russischen Verkehrsministerium. Es gibt jede Menge Patente, Auszeichnungen für die Technologie, ISO, Auszeichnung, Golden Shario, mittlerweile der dritte. Für den vierten wurden sie schon nominiert. Patente für die Fahrzeuge, Zertifikate von der Architektur, um die Gebäude selbst herstellen zu können. Hier ISO 9001 von TÜV Thüringen, sogar aus Deutschland. Skyway, die Technologie des Jahres in Weißrussland. Also wir sehen hier schon jede Menge passiert. Auch das Wahrzeichen, das Zeichen wurde von der WIPO schon eingetragen, Skyway. Das ist ja auch wichtig, dass man sich die Marke registrieren lässt. Dann ist man mittlerweile Mitglied beim Internationalen Verband des öffentlichen Personennahverkehrs in Belgien. Es wurden sämtliche Gebäude schon im Immobilienregister eingetragen und das Ganze ist schon, der ganze Ökopark ist schon zertifiziert, die ersten Fahrzeuge sind schon zertifiziert und die nächsten beiden stehen schon an für die Zertifizierung. Sehen, höre nichts, also dann muss ich sagen, wenn es alle anderen hören, was ich hoffe, denn dann liegt es vielleicht wieder an WLAN. Wenn man mit WLAN reingeht, dann ist das oft zu schwach für Webinare. So, was ist Skyway? Wo liegen die Vorteile der Technologie? Das ist ja vielen schon bekannt. Natürlich, es ist eine Technologie, die wie viele andere auf der zweiten Ebene bewegt, aber es ist eine speziell konstruierte Stringstruktur, die wir uns dann bei der Technologie etwas näher noch ansehen. Und bei dieser Konstellation hier, bei dieser starren Konstruktion, kann man auch eben Internetkabel oder Leitungen, Stromleitungen und so weiter mit integrieren. Hier sieht man interessanterweise auch eine Hafenlösung, wo im Meer draußen auch ein Bahnhof sich befindet, also hochinteressant. So, wo liegen die Vorteile? Natürlich in erster Linie auch in der Verkehrssicherheit, wenn wir hier das so sehen, hier Staus, Chaos auf den Straßen interessiert Skyway nicht, denn sie bewegt sich oben drüber, somit ausgeschlossen Kollisionsgefahr mit anderen Verkehrsteilnehmern wie Mensch, Tier oder Verkehrsmitteln. Hohe Stabilität, das kommt durch die Technologie, die ich dann noch erkläre, der Schienenfahrzeuge. Hoher Schutz vor Überschwemmungen ist logisch. Ist ja oben drüber, vor Stürmen, sehen wir dann auch bei der Technologie, vor Erdbeben und vor Terror. Das ist einfach auch an der Art, wie die Schienenkonstruktion aufgebaut ist. Hier zum Beispiel ein Überschwemmungsbild aus Australien. Und was natürlich hier so gut wie ausgeschlossen ist, auch Selbstmordtäter werden wir wenige haben. Ich glaube, es ist nicht so einfach, dass man hier hochklettert. Höchstens vielleicht bei einem Turm. Aber dann ist es auch nicht so schlimm für einen Schaffner, denn es gibt keine Schaffner. Dann ist ein wichtiger Faktor natürlich die Umweltfreundlichkeit. Man braucht sehr wenig Energie, keine staubbildenden, umweltschädlichen Erdaushüppel wie beim Straßenbau, Schienenbau. Tiere werden nicht gestört, Grundwasserspiegel gibt es keine Eingriffe, Haushalt, Reifenabrieb und so weiter ebenso nicht. Komfort natürlich auch ein Faktor, der uns interessiert. Hohe Ebenheit der Fahrstrecke, keine Wartezeiten, ganz anders aufgebaut hier. Automatische Steuerung, wir haben hier keinen Mensch, der mitwirkt, sondern es ist alles computergesteuert und somit haben wir ja ein gleichmäßiges Fahren und so weiter. Und auch natürlich diese Qualität, sage ich hier mit diesen Türmen. Hier sieht man auch die ökologische Richtung wieder von Unity, Bäume auf den Bahnhöfen und so weiter. Hochinteressant auch. So, aber das Wichtigste der Vorteile sind natürlich Baukosten und Betriebskosten. Das interessieren die Errichter. Was nützt es uns, wenn es nicht bezahlbar ist? Aber das Interessante bei Skyway ist ja, es ist ja auch im Vergleich zu allen anderen Transportwegen wesentlich günstiger. Und wenn wir hier von einem Milliardenmarkt sprechen, dann ist es selbst im Vergleich zu Eisenbahn, wo die Kosten beim Doppelten liegen, natürlich ein enormer Einsparfaktor. Warum ist es so? Wenig Flächenbedarf, Türme brauchen nicht so viel Platz wie zum Beispiel Bahnhof 21 in Stuttgart. Schauen wir mal hier diesen Bahnhof an. Ist natürlich ganz anders, weil wir hier keine Menschenansammlungen haben, weil das Ganze ja sofort ohne Fahrplan ist, sondern sind Menschen da, fahren Bahnen. Ansonsten eben nicht Wartezeiten wie bei der U-Bahn oder beim Bahnhof.
geringe Kosten für Erdarbeiten. Die Pfeiler, sage ich jetzt, brauchen nicht so sehr viel, aber auch die Bahnhof brauchen nicht so viel Platz, nicht so viel Erdarbeiten. Und wesentlich geringerer Bedarf an Stahl und Stahlbeton. Das sehen wir uns dann über die Schiene an, warum das so ist. Bei den Betriebskosten ist natürlich entscheidend allwettertauglich, es gibt keine Ausfälle, niedrigster Kraftstoffverbrauch, weil wir hier wirklich in einem Segment sind. Das ist fast nicht glaubwürdig, aber es ist nun mal so. Und von der Elektrizität her alles natürlich über erneuerbare Energien und teilweise noch andere Vorteile, wie wir dann über die Technologie hören. Automatische Steuerung, also kein Mensch muss bezahlt werden und hohe Geschwindigkeiten. Wer kennt ihn nicht, den Spruch, Zeit ist Geld. Im Frachtbereich ist das ganz besonders so, aber natürlich auch bei uns Menschen ist es eine Art von Lebensqualität. Und all diese Kosteneinsparungen führen natürlich zu einer hohen Rentabilität, zu niedrigen Transportkosten und bedingt dadurch natürlich zu sehr, sehr kurzen Amortisationszeiten. Man spricht in der Regel zwischen 3 und 5 Jahren. Es gibt natürlich auch Projekte bei 10 Jahren, die aber vielleicht schon 50 Jahre dauern würden, aber auch von welchen, die in 1,5 Jahren durch wären, wie in Indien zum Beispiel. So, und jetzt schauen wir uns die Technologie mal etwas näher an. Wir sehen jetzt hier diese Ursprungsschiene. Und zwar haben wir ein Bündel vorgespannter Stahlelemente, also diese Stahldrahtseile. Ja? Man sieht sie hier, das war die Ursprungsidee. Und wenn wir uns jetzt rechts, hier ist übrigens ein ganz, ganz neues Bild von den Investoren aus der Manufaktur. Deswegen habe ich das eingebaut, also ganz, ganz aktuell seit letzten Samstag hier. Hier sieht man diese gedrehten Elemente in der Schiene. Warum? Man hat bei Test im Ökotechnopark festgestellt, wenn man dieses Bündel Stahldrähte noch verdreht in den Maschinen, dann ist die Belastbarkeit noch wesentlich höher. So, dieses Bündel ist umgeben eben von diesem Element, Befestigungselement, und das wiederum ist hier in der Stahlschiene. Und hier wird dann natürlich auch schon deutlich, warum man bedeutend weniger Stahl benötigt. Warum? Weil hier ist Stahl und hier ist Stahl. Und das hier ist Spezialbeton. So, welche Aufgabe hat dieser Spezialbeton? Einerseits hat er die Aufgabe, die Schwingung zu unterdrücken, dass es sehr, sehr leise wird. Andererseits natürlich hat er die Aufgabe, die spezielle Körnung, das Ganze zu stabilisieren. Und drittens mal enthält er eine Substanz, die eben das Rosten der Schiene verhindert. Und so spricht man von einem Minimum von 50 Jahren, aber in der Regel von 100 Jahren, ohne dass diese Stahlschiene eben erneuert werden muss. Wenn man jetzt bei vielbefahrenen Strecken bei Eisenbahn anschaut, dann spricht man hier zum Beispiel von einer Erneuerung von jährlich. Das ist natürlich ein gewaltiger Kostenfaktor. So, und obendrauf hat man diese breite den Stahlschienenkopf, das heißt im Prinzip die Fahrbahn. Also hier sieht man eben ganz, ganz deutlich, dass man wesentlich weniger Stahlbeton hat. Hier auch. Das ist eben die breite Schiene oder Halbstarre. Und hier zum Beispiel, das ist die Leichtlaufschiene. So, und das können wir uns jetzt dann nochmal etwas näher ansehen. Hier nochmal hier nochmal die halbstarre Konstruktion, hier in der Schiene. Dieses Band hier verläuft hier nicht gleich, sondern eben entsprechend so oben oder unten, je nachdem. Das hat einfach die Wirkung, dass wenn der Zug hier drauf fährt, dann hat man hier so einen ungefähren Buckel, weil nämlich dieser String sich immer versucht, eben zu ziehen. So, wenn aber dann der Zug über den Buckel hier drauf fährt, dann drückt er ihn automatisch und nach unten, wenn er sich versucht hochzuziehen, und dadurch hat man immer eine hohe Ebenheit. Und das kann man eben ganz genau berechnen. Müssen wir jetzt nicht im Detail wissen, das überlassen wir lieber den Ingenieuren. Und hier ein Bild, wie es dann im Ökopark aussieht. So, dann haben wir hier diese flexible Stringschiene, die wir eben auch schon gesehen haben. Wie gesagt, hier ganz neu eben aus der Manufaktur. Die wird hier verwendet zwischen zwei so Türmen oder Hochhäusern oder zum Beispiel im Gebirge zwischen zwei Türmen. Und hier kann man es so genau berechnen, mittlerweile zwischen 500 Meter bis zu 5 Kilometer, eventuell sogar bis zu
7 Kilometer mit den neuen Materialien, dass man so gut wie keine Energie benötigt. Kurz ein bisschen Energie zum Anfahren, aber man nutzt hier die Gravitation, das heißt die Erdanziehung aus, denn nach unten geht es automatisch und nach oben bremst es automatisch. Und so kann man es berechnen mit eben dem Weg nach unten oder nach oben, sodass man hier so gut wie ohne Energie von A nach B kommt. Und das ist natürlich ein Kostenfaktor, der sich dann für die fahrenden Gäste auch auswirkt, weil sie natürlich hier weniger bezahlen müssen fürs Ticket. Und das Ganze wird dadurch wesentlich wirtschaftlicher. Dann haben wir noch die starre Konstruktion. Die ist jetzt natürlich gedacht für die Hochbahnen, das heißt für die Highspeed-Fahrzeuge. Die fährt auch zweigleisig, das sehen wir jetzt hier auch deutlicher oder hier. Oder eben natürlich, den Cursor. Okay. Seht ihr ihn jetzt, den Cursor? Ah ja, okay. Dann nochmal hier die starre Konstruktion. Ich vergesse es immer, tut mir leid, dass ich hier den Cursor einschalten muss. Also hier auf der starren Konstruktion, wie gesagt, fahren die Highspeed-Bahnen, aber auch die Schwerlastfahrzeuge. Das werden wir dann gleich nochmal sehen bei den Fahrzeugen. Und hier kann man auch Rohre mit integrieren für Infrastruktur, wie zum Beispiel Glasfaserkabel, Elektrokabel und so weiter, sodass man eben auf weite Distanzen nicht aufgraben muss, aber auch in den Städten nicht. Man kann hier diese Leitungen mit integrieren. Der Vorteil an diesen starren Konstruktionen, die eigentlich relativ filigran sind für diese Last, die sie bewältigen können, dass man hier unten sogar noch eingleisig oder zweigleisig zeitgleich auch andere Fahrzeuge fahren lassen kann. Hier nochmal auch im Ökopark hier diese Gravitationsmöglichkeit, hier geht nach unten und hier wieder nach oben. Also das auch Live-Bilder aus dem Ökopark. Und ihr werdet dann noch ein bisschen sehen in dem Video, das die Investoren uns gemacht haben oder von der Firma her, dass das alles wirklich live so funktioniert. Er bewegt sich nicht, immer noch nicht. Also normalerweise sollte es jetzt gehen. Bewegt er sich bei niemanden? Ist schon irgendwie ein... Okay. Es ist aber schon... Okay. Jetzt. Jetzt aber, oder? Ja, okay. So, und jetzt schauen wir uns mal das spezielle Rad an. Und hierzu ist schon eines mal zu bemerken. Hier übrigens auch ein ganz neues Bild von einem Investoren, eben aus der Manufaktur, habe ich auch wieder mit eingebaut. Dieses spezielle Motorrad, ja, wird von der Pike auf bis ins kleinste Detail immer von Skyway selbst produziert. Weil das hat so einiges an Geheimnis in sich, ja. Dieses Motorrad wird niemals aus der Hand gegeben. So, jetzt schauen wir uns nochmal auf dem Bild an, was ist so Besonderes. Wir haben ja die Schiene gesehen. Die Schiene selber hier liegt hier sehr breitflächig auf. Man sieht hier im Vergleich auch. Sehr breitflächig, ja? So, das Rad. Warum kann es so breitflächig aufliegen? Weil es nicht wie beim Eisenbahnrad, das haben wir jetzt hier, hier haben wir diesen komischen Schnabel, den sehen wir ihn runter. Der sorgt beim Eisenbahnrad dafür, dass das Ganze nicht entgleist. So, hier, dieser Schnabel, ja, den haben wir natürlich einmal hier und einmal natürlich außen auf der anderen Seite. Und der sorgt dafür, dass nicht entgleist. Aber was wir auch sehen, wir haben hier nur eine sehr, sehr schmale Auflagefläche. Und so haben wir einen extremen Druckpunkt hier auf dieser kleinen Fläche, nämlich man spricht von 1000 Megapascal auf der Schiene. Man weiß aber auch selbst bei bestem Stahl, dass ab 500 Megapascal Druckbelastung eben der Stahl sich eben abschleift. Ja? Dazu kommt, dadurch, dass es nicht eben auflegt, sondern hier Luft hat und immer hin und her wackelt, dass natürlich auch noch eine ungleichmäßige Belastung ist und eine ungleichmäßige Abnutzung hier stattfindet. Und das sorgt natürlich dafür, dass bei viel befahrenen Strecken, dass dann das Ganze viel schneller sich abnützt und das führt auch zu diesem komischen Quietschen, wenn es in den Bahnhof reingeht und gebremst wird. Anders ist es beim Skyway-Rad. Das liegt hier sehr breitflächig auf, weil diese Entgleisung, die funktioniert hier über diese Anti-Entgleissystemräder, die auch sehr breitflächig aufliegen, somit auch wenig Druck drauf haben, eben
nämlich Druck statt wie hier 1000 Megapascal, nur 200 Megapascal. Das heißt, wesentlich niedriger als der Verschleißbereich ist. Wir reden ja hier von 500 Megapascal. Wir haben hier aber nur 200 Megapascal. Und somit haben wir eben nicht diesen Verschleiß wie bei der Eisenbahn. Okay, so, und dann kommt noch dazu, hier bei Skyway, diese speziellen Räder haben kein, also die Fahrzeuge haben kein Getriebe, sondern die Motoren oder die Getriebe, die Elektromotoren, die sind hier in diesem Rad gegeben. Also scheinbar haben sehr, sehr viele Probleme reinzukommen, bei InScape geht es rund. Aber ich kann es nicht ändern. Keine Ahnung, was da heute los ist. Hatte noch jemand Probleme, hier ins Webinar zu kommen von euch? Bitte mal kurz das Feedback. Okay. Also tut mir leid, es scheint nicht an mir zu liegen, sondern am Mirapolis. Schade drum, aber gut, kann es nicht ändern. So, also wie gesagt, dieses spezielle Motorrad haben wir da kein Getriebe, sondern es sind Elektromotoren, die natürlich sehr energieeffizient, das wissen wir ja, fast 100% Ausnutzung haben im Vergleich zum Auto, wo wir vielleicht ungefähr ein Drittel Ausnutzung von dem Benzin haben, das wir zuführen. Und hier haben wir eine ganz andere Ausnutzung. Und eben sollte hier ein Rad ausfallen, dann sind halt noch, weil wir ein Allrad haben, weitere Räder, die das Ganze eben dann vorwärts bewegen. So, dann gibt es noch weitere Faktoren, die zur Energieeffizienz führen. Das ist natürlich der Windwiderstand. Hier in diesem Tunneltest, hier war er noch sehr jung, Julitzki, hat er herausgefunden, dass diese Tropfenform eben die ist mit dem wenigsten Windwiderstand. Dann hat er noch herausgefunden, dann hat er festgestellt, wenn man die Fahrzeuge oben fahren lässt, dann entfällt auch noch dieser Faktor turbulente Strömungen. Und natürlich hat er dann festgestellt, dass dieser Windwiderstand sich dann reduziert auf ungefähr ein Viertel, nämlich auf 0,05 Windwiderstand. Im Vergleich wäre es auf dem Boden mit diesem Bodenproblem eben auf 0,2. Also das ist ein Viertel an Windwiderstand und somit auch an ein Viertel an Energiebedarf. Dann haben wir ja gehört, wir brauchen kein Getriebe. Das heißt, die Fahrzeuge können vom Getriebe her schon leichter sein. Zudem kommt, man braucht keine extreme Abschirmung, weil man hat hier auch noch Abstandsmessungen, sodass ein Auffahren auf ein vorhergehendes Fahrzeug eben verhindert wird. Also irgendwie muss ich jetzt schauen, dass ich das Skype mal wegbringe, weil sonst wird es kritisch. So. Und durch diese Abstandsmessungen wird eben verhindert, dass die Fahrzeuge aufeinander auffahren. Somit kann ich eine Leichtbauweise machen, habe also wenig Gewicht. Und wenig Gewicht bedeutet wieder, ich brauche weniger Energie. Ich glaube, da sind wir uns ja einig. So, wo liegen die Anwendungsgebiete? Natürlich gibt es zwei verschiedene Anwendungsgebiete. Das eine ist Frachtbereich und natürlich auch Schifffahrt. Das sind bei Skyway im Moment tatsächlich die wichtigsten Bereiche. Fracht, hier haben wir auch diese starre Konstruktion eben mit diesen Hochtransportsystemen, die Geschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometer zurücklegen und eine Tragfähigkeit haben. Wenn, man kann hier also verschiedene Fahrzeuge aneinander hängen. In einer Tragfähigkeit die Schiene ja wirklich sehr filigran ist im Verhältnis bis zu 100.000 Tonnen. Das ist schon enorm. Und man kann eine Beförderungsstrecke von bis zu 10.000 Kilometern mit diesen Akkus zurücklegen. Man sieht ja auch schön im Bild, hier eben die Schienen im Bild, es gibt auch spezielle Transport-, also Beladungssysteme von Skyway und auch natürlich Entladungssysteme. Hier haben wir zum Beispiel hängende Module, die sind jetzt ganz neu. Hier auch hängende Module. Und was noch ein ganz wichtiger Faktor ist bei Skyway, das ist die Skyway-Häfen. Ja, das Schöne bei den Häfen ist, natürlich geht es auch für Personenverkehr, aber im Moment ist der Schwerpunkt auf Fracht.
weil man möchte ja diese Frachtschiffe vom Hafen wegbringen und man kann von der Fabrik das Ganze beladen, ebenso wie oben, hier oben. Hier. Und könnte das eben dort bei der Firma beladen und dann auf dem Schiff im Meer draußen entladen. Dann gibt es auch noch Hängetransportsysteme, das sind die kleineren, die haben nur eine Distanz von etwa 200 Kilometer und auch Geschwindigkeit natürlich durch das Hängen und so weiter von bis zu 40 Stundenkilometer. Hier haben wir auch nochmal ein Hängemodul, also hier ist die Belastung natürlich nicht so. Nur Anführungszeichen bis zu 5 Tonnen. Einer hat eben gesagt, mal, weil ich sagte, nur 5 Tonnen, 5 Tonnen ist schon etwas, ja, muss ich auch mal gestehen, aber im Vergleich zu 100.000 Tonnen ist das natürlich ein Nur. Und natürlich gäbe es auch noch die Erdölindustrie, aber das ist im Moment nicht gerade der Schwerpunkt. Die Vorteile liegen hier halt, dass man auf der gleichen Schiene auch Personen, andere Fracht transportieren kann, wetterunabhängig ist, topologieunabhängig ist und so weiter. Das Schöne beim Fracht muss man auch wissen, warum das so interessant ist für Skyway. Es ist topologieunabhängig, das heißt, man kann auch ins Gebirge bis zu 30% Steigung, Endziel soll sogar bis zu 60% Steigung sein. Das ist mit anderen Frachtmöglichkeiten fast überhaupt nicht möglich. Und somit kann Skyway nicht als, muss sie nicht als Konkurrenz gesehen werden, sondern als Bindeglied eben zu anderen Transportwegen. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Faktor. Und das Hafenproblem, das auch viele nicht lösen können, könnte eben Skyway lösen und somit ein wichtiges Bindeglied werden in den bestehenden Systemen, die ja schon da sind und ja auch ihre Wichtigkeit haben, ihre Wertigkeit haben. Man muss nicht immer alles als Konkurrenz sehen, sondern das Miteinander, das ist der richtige Weg meines Erachtens. So, dann gibt es natürlich auch Anwendungsgebiete, Personenbeförderung, das heißt interregionaler Skyway-Verkehr, das wird jetzt nicht gleich das Vorrangige sein. Das Vorrangige sind natürlich die Smart Cities-Konzepte. Das heißt, Anbindungen in den Städten, zum Beispiel U-Bahn-Stationen miteinander verknüpfen, wo einfach andere Wege nicht möglich sind, U-Bahnen einfach zu teuer sind und so weiter. Wesentlich günstigere Möglichkeit. Skyway Regionalverkehr ist natürlich eine ganz günstige Alternative oder eben dann langfristig auch eben der Skyway interregionale Verkehr. Im Moment an Zielsetzung 500 Stundenkilometer, aber man arbeitet schon an Geschwindigkeiten bis zu 1000 oder mehr Stundenkilometer. Also auch das wird langfristig die Zielsetzung. Und das Interessante, was ich euch nicht vorenthalten möchte, es ist ja da eine Strecke jetzt in der Ausarbeitung von Riga, glaube ich, also von Lettland nach Finnland. Und da geht es tatsächlich schon unter dem Wasser in Röhren. Also wie das Ganze sein soll, werden wir sicher eines Tages erfahren. Das Ganze ist schon in der Ausarbeitung. Also spannend, was Skyway alles kann. Skyway kann ja auch übers Wasser drüber. Wir wissen ja, dass von Indonesien, dass die Verbindung der Golden Villages, dieser Inseln, die ja miteinander verbunden werden sollen. Und natürlich auch Tourismus und Freizeit später auch mal als Möglichkeit für uns Menschen anstelle vielleicht des Autos. Hier mit den entsprechenden Ausstattungsmöglichkeiten später, jetzt in der Anfangsphase natürlich eher für Tourismus in Städten zum Beispiel, statt der vielleicht der Busse oder in Freizeitparks und so weiter. So, und hier die große Vision. Wir hatten ja im Startbereich schon das lineare Stadtsystem von Skyway und hier in diesen Türmen wird dann einfach mal der Bär toben. Das Schöne ist alles grün, grün, grün. Ich denke mal, die Vision hier, die Ökohäuser einzubauen, die Gärten auf den Häusern drauf. Ich habe es mir heute wieder angesehen in den Katalogen und ich sage immer, ich habe zwar ein Haus, aber ich baue mir dann ein Haus so nach Ökostil. Obendrauf die Terrasse, alles grün, herrlich. Man braucht nicht viel Platz, auch in den Städten möglich. Wunderbar, und man kann damit diese Emissionen eben wunderbar reduzieren. So, dann kommen wir zu unserem Öko-Techno-Park, den wir ja gerade schon ein bisschen live gesehen haben. Hier nochmal als Businessplan-Bild. Hier hinten die Frachttrasse, hier wird dann die Be- und Entladung sein.
Wir werden es ja nochmal da ein paar Bilder live sehen. Dann hier diese Kurvenelemente. Es gibt ja keine Kreuzungen bei Skyway. Es gibt ja nur Weichen oder eben diese Kurvenelemente, die meist eben dann in Bahnhöfen, in solchen Türmen eingebaut werden. Hier haben wir dieses Hängebrückenmodul. Hier natürlich diese Leichtlauftrasse, wo eben das kleine Unibus oder das Unibike fahren kann, zum Zeigen. Dann hier soll da vorne die Highspeed-Strecke sein. Von der Highspeed-Strecke habe ich jetzt gehört, soll einfach die erste Highspeed-Strecke in den Emiraten kommen, die zum Teil zu 60% von den Investoren finanziert wird und zu 40% von den Emiraten. Also eine Einsparung des Kostenfaktors, was natürlich nicht uninteressant ist für uns und somit das Ganze etwas beschleunigen kann. So, und dieser Ökotechnopark wird im Moment über Crowdfunding finanziert und wer dabei sein möchte, hat die Möglichkeit, es zu tun. So, dann natürlich hier die einzelnen Stationen, Entwicklung der Technologie. Eben das Ganze hat gestartet im Januar 2014. Damals hat man erstmal, jetzt muss ich mal das Projekt gestartet. Dann hat man angefangen, das ist sehr, sehr schwierig hier zum Lesen, auch noch auf Englisch. Dann hat man hier meines Wissens das Office eröffnet, hier das Office, und dann hat man natürlich angefangen mit Designentwicklung und so weiter. Hier sieht man es nochmal deutlich. Und August bis Dezember fingen dann die Arbeiten, die Rodungsarbeiten, die 0-Kilometer-Steinlegung im Ökotechnopark statt. Danach ging es im Dezember 2015 bis Juni 2016 ging es dann weiter mit Entwicklung von Unibus. Dann eben 2016 ging es dann auch weiter mit der Entwicklung, dann Vorbereitung für die InnoTrans und dann hier natürlich die Zertifizierungsprozess in der Phase jetzt. Und da hat man dann angefangen, gezielt das Ganze zu vermarkten, gezielt auf Messen zu praktizieren und hier weiter. Und jetzt sind wir natürlich hier in der Markteinführung und 2018 eben in der Verwirklichung. So, und die Vermarktung hat gestartet, wer weiß es noch, alle natürlich mit der InnoTrans. Das war der Knackpunkt, was mich dazu gebracht hat, nämlich das Gespräch hier mit Rod Hug, der ja damals, hier sehen wir ihn, auch Unitski vertreten hat, da bin ich. Er hat mir einfach die Sicherheit gegeben, dass ich einfach Skyway unterstütze, dass ich sage, jawohl, das ist richtig, das ist der richtige Weg. Diese Technologie muss verwirklicht werden. Hier eine wichtige Person, Chris Principal mit seiner FinFuture und Financial IT. Er sagte damals in dem Interview, ja, Skyway, the next Internet im Finanzbereich. So, diese Messe haben wir wieder, es waren dann zahlreiche Messen 2016, ganz wichtige Messen dann 2017 in Indonesien und in Indien, die waren Mega-Event. Da haben wir ja einiges damals drüber gehört. Dann 2018 wieder in Thailand ein Forum, die Railway Tech Indonesia wieder, die ja auch 2017 schon war, wichtig, wichtig. Und natürlich dann die alles überragende, wichtige, wichtige, überwichtige Future Cities in Dubai, wo dann die Emirate gesagt haben, jawohl, das ist es. Und dann mit 25 Millionen sich auch in den Ökopark eingekauft haben. Und ich kann euch eins versichern, sie hätten gern mehr investiert, aber man hat sie nicht gelassen. Und das ist auch gut so, weil Unitski natürlich auch hier nicht den Überhang möchte. So, es sind noch weitere Messen geplant in Singapur und natürlich dieses Jahr das Event des Jahres in Bezug auf Messen bei uns in Deutschland, die InnoTrans in Berlin, bei der ja sehr viele von uns dabei sein werden. Vom 18. bis 21. September. Plant euch am 21. September ein, denn so wie ich gehört habe, wird am 22. auch noch eine Veranstaltung von Capital stattfinden. Also plant eure Reisen entsprechend ein, dass ihr erst am Sonntag zurückfahrt. So, natürlich ist auch Zahlreiches in den Medien passiert, hier nur geringe Ausschnitte. Wir haben immer wieder ja in den Medien, hier, das ist auch Italien
Kanäle EU, also das habt ihr ja gerade in der Basis auch was gesehen hier. Nein, ich glaube, das habe ich nicht, das war ein anderer Bericht. Hier gibt es habe ich ein tolles Video auch, habe ich auch hochgeladen in meinem Kanal, wer sich ansehen möchte. Also Italien ist Skyway schon in aller Munde, eben wegen dem Expo-Gelände. Und San Marino haben wir gesehen, aber da kommen wir noch dazu. Wichtige Unterstützer gibt es auch, das wissen wir ja. Und ist ganz wichtig, eben, vergesse ich schon wieder, natürlich arabisch-slowakische Delegation hier, die Industrie- und Handelskammer, die Araber eben aus Dubai, die hier unterstützen, natürlich hier unseren Dalai Lama und Unterstützung auch von Mr. Chang, der sich um Südkorea kümmert. Dann ganz wichtig, was nützt uns die beste Technologie, wenn sie nicht gelehrt und geschult wird? Die Zusammenarbeit jetzt mit der Moskauer Hochschule MIIT, die ja 2006 noch gesagt hat, das Ganze ist nicht realisierbar, aber der Herr Fritkin, hier haben wir ihn, hoch, Hut ab vor diesem Herrn, er hat sich begeben in den Ökopark, hat sich jetzt überzeugt, jawohl, es ist zu verwirklichen, es gab eine Begutachtung. Und es gibt jetzt eine Zusammenarbeit. Studenten dürfen bei Skyway arbeiten, Praktika machen. Sie werden ausgebildet bei der Moskauer Hochschule. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. So, die abgeschlossenen Verträge. Habe ich auch ein klein bisschen was verändert? Natürlich Australien. Wir sind ja 2015, habe ich es ja gezeigt in der Historie. Er war ja 2015 dabei, wo es noch nichts da war. Hier gibt es natürlich Schwerpunkt Fracht. Häfen, aber auch Smart Cities und natürlich das Uni-Projekt, das auch noch kommen wird, aber Schwerpunkt Fracht, weil hier eben die Erzbergwerke sind und hier die Verarbeitung, diese großen Distanzen sind natürlich sehr, sehr wichtig für Australien. So, dann haben wir natürlich in Indien das erste Abkommen Jharkhand, wissen wir in Dharamshala das Abkommen, wo eben dann auch im Bereich von Dalai Lama, wo er eben hier auch als Unterstützer gekommen ist. Wir haben ja ein Riesenproblem. Start mit einem Hafenprojekt auch, wissen wir auch mittlerweile. Aber da gibt es im Moment noch ein paar politische Unstimmigkeiten, habe ich gehört. Dann natürlich ein großer Herd, Skyway Indonesia. Seid bitte geduldig, es ist ein Start-up. Es gibt natürlich auch Widerstände, es gibt auch, man muss das einfach alles gut austeilen, aber die Zeit wird kommen und es braucht einfach seine Zeit, bis das Ganze reift. Hier auch ein Abkommen, ein Vorverträge für die Entwicklung, für die Ausarbeitung über 42,5 Milliarden und über mehr als 4000 Kilometer. Und dann natürlich hier damals der Vertragsabschluss, keiner wusste für was. Und Unitskip ist nur noch in den Emiraten jetzt schon wieder. Und wir warten voller Spannung. Seit Monaten erzählt er uns nichts. Aber ich sage euch jetzt eines, ja? Wartet lieber noch 5 Monate. Die Lobby arbeitet. Die arbeitet sehr, sehr stark. Und ich warte lieber noch 5, 6 Monate und ein Jahr, wenn es sein muss. Und er baut im Verborgenen, aber er baut und er wird nicht gestört. Das ist das, was ich euch mit auf den Weg gebe. Lasst ihn in Ruhe arbeiten. Bleibt nicht ungeduldig. Er wird uns definitiv nicht alles sagen. Wenn er uns was sagt, muss er das mit Vorbehalt machen. Nur wenn alles unterzeichnet ist, wenn alles spruchreif ist. Aber geht davon aus, die Emirate kaufen sich nicht mit 25 Millionen in Ökopark ein, hätten vielleicht noch mehr investiert, wenn sie hier nichts tun. Ja? Und es wird hier sicher einiges kommen. Wir warten mit Spannung darauf. Das ist ja jetzt wieder Mitte Mai. Ich hoffe es für uns. Aber wenn es nicht kommt, seid nicht ungeduldig. Im Gegenteil, denkt euch, es ist so hochbrisant. Lieber soll er nichts sagen, lieber sollen wir nur Banalitäten hören. Und das Ganze wird nicht gestört. Denkt an die Geschichte mit Krim, was passiert ist. Das brauchen wir definitiv nicht. So, dann gibt es natürlich auch in Russland einiges. Chelyabinsk, Irkutsk, für ein Hafenprojekt. Ich habe hier euch mal, habe mir die Mühe gemacht, ein paar Sachen noch aufzuschreiben, wo schon Gespräche und Vorschläge sind. In Kasachstan ein Riesenprojekt. Uljanow. Moldawien, Chișinău, Odessa, Burjatien, dieses Wärmekraftwerk, Südossetien, wo diese Transsibirsk oder wie die heißt, ist Novosibirsk, Georgien, Anakria, das ist ein großer Hafen, Chabarowsk, Wolgagebiet, Moskau, Kirgisistan,
Moskau geht übrigens um eine 133 Kilometer Ring um Moskau rum. Da geht es jetzt nur noch um die Finanzierung. Dann Kirgisistan, Seeisukkul, da geht es um Tourismusgebiet, Arktis, Antarktis, Jekaterinburg, gibt es jetzt auch wieder ein Video, Astana. Also ihr seht schon, das alles nur in den russischen Gebieten. Ja, unglaublich, was hier schon veröffentlicht wurde und was hier uns schon erzählt worden ist. Und die Leute sagen zu mir immer noch, es gibt nichts Neues. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, kein Unternehmen, das so viel Information gibt. Dann haben wir natürlich hier auch weiteres Land. Da komme ich dann in den News noch zu etwas. Das erste Gebiet war das über den Fluss Dnepr. Warum haben Sie das Ganze jetzt hinten angestellt? Ich glaube, das hat schon ein bisschen damit zu tun, dass es da ein paar Quereleien gab, auch wegen der Highspeed-Strecke. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, hier sind die ersten Gelder geflossen, hier wird gearbeitet, hier geht es um eine kurze Strecke über einen Fluss drüber mit einer langen Amortisationszeit, aber hier allein der Vergleich wäre eben 50 Jahre mit anderen Wegen. So, dann haben wir Schweiz, wissen wir ja, wir warten ja schon drauf, das erste Projekt, das so wie es aussieht, über Token finanziert wird. Zum Thema Token, ja bitte kommt in den nächsten Workshop, werde ich euch noch ein bisschen was drüber sagen. Also Token geht immer um die regionalen Bauprojekte. Aber es gibt eine wichtige Information zu dem Thema, das ich jetzt hier nicht bringen werde, bringe ich dann in den Workshop. Bitte beim nächsten Mal dabei sein. So, eines der Projekte wird eben die Schweiz sein, so wie es aussieht. Es wird Projekte geben, die nur über Token finanziert werden und welche, die über Token und Shares finanziert werden. So viel schon mal vorab. Aber wer sich dafür interessiert, bitte im nächsten Workshop. So, dann unser Nachbarland macht uns vor. Türkei ist zwar nicht unser Nachbarland, aber Türkei auch ein großes Thema. Sage ich jetzt nicht mehr dazu. Damals ging es um eine Hotelstrecke, um eine technische Universität. Was genau dort ist, gibt es im Moment keine Informationen. Ich sage immer, wo wenig geredet wird, passiert das meiste. Ja, also warten wir mal ab. Dann in Italien. Dem Nino zu verdanken. Er hat mir hier viele Informationen zugespielt und ich habe da Videos mir angeschaut. Unglaublich, was da alles passiert. Ja, Kalabria, Süditalien. Ich glaube, das geht irgendwie um eine Brücke in Sizilien. Dann in Milano. Milano, das Zentrum der High Society, ja, die Expo. Dort soll alles umstrukturiert werden und Skyway integriert werden. Ein großes Thema. Und wie wir ja wissen von den News und von dem Video auch, San Marino ist natürlich auch ein kleiner Staat in Italien auch noch Thema. So, was ist in Europa noch in Gesprächen? Südwales, Slowakei, Schweiz habe ich gerade schon erwähnt, Lettland habe ich auch schon angedeutet, Italien und Sizilien eben die Brücke und vieles mehr, glaubt es mir. Da gibt es noch mehr, das ich aber hier bewusst nicht erwähnt habe. So, dann haben wir noch Südamerika, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Peru, Brasilien, ein ganz, ganz großes Land, Argentinien. Hier geht es um Wald, Lithium, um Erze, das nur mit Skyway eben gemacht werden kann. Kanada, schon seit Jahren, man hört nicht viel, aber seit Jahren in Verhandlung. In USA sind schon Gespräche geführt worden. Malaysia, in einigen Staaten in Afrika, in Vietnam. Ich habe hier nicht alles, nur das, was mir schon eingefallen ist. Also unglaublich, wo Skyway schon überall verhandelt. Und es dauert halt einfach alles seine Zeit und man kann nicht überall anfangen. Man muss auch eines bedenken, man muss überall Infrastruktur aufbauen, man muss die Firmen gründen, man muss mit Firmen Verträge abschließen und so weiter. Wenn das alles unter Dach und Fach ist, dann werden wir auch darüber erfahren. So. Und nun zu den letzten News. Halt. So, ja, wieder eine Zeitschrift, eine wichtige russische Zeitschrift, die über Skyway berichtet. Und hier interessant, ich habe es ja angedeutet, Weißrussland, Fluss Dnepr. Hier in diesem Interview, wo eben die Abteilungsleiterin für Information und Presse dabei war, die Petrova und Kyrill Badulin, der Abteilungsleiter für adressierte Projekte, die sehen wir ja immer wieder.
Und Vadim Savchenko, der Chefkonstrukteur, der ja immer alles erklärt, wenn es um Technik geht. Und sie haben ein Interview gegeben und in diesem Interview hat sich Kirill Badulin geäußert, dass es auch um einen Ring rund um Minsk geht, also hochinteressant, und um eine Hochgeschwindigkeitstrasse von Brest über Minsk nach Moskau und sie rechnen mit einer positiven Antwort. Also hochinteressant. Also auch hier mehrere Projekte schon im Gespräch. Dann gab es die ersten operativen Ergebnisse der Future Cities Shows, das heißt die ersten Presseartikel, wer sich da schon interessiert hat, Online-Artikel hier. Nähere Informationen werden hier schon noch auf uns warten. Aber ein leichtes Verkehrssystem auf der zweiten Ebene, das vielfach günstiger ist, das wissen wir jetzt auch durch die neuen Materialien als die bisherigen Schienenverkehrssysteme, kam zu einem großen Sprung für die Entwicklung der Logistik der Vereinigten Arabischen Emirate führen. So schrieben dort die Medien in Dubai und ja, sind wir gespannt, was hier dann tatsächlich von Unity an Neuigkeiten demnächst überhaupt auf uns zukommt. Aber seid darauf gefasst, dass man uns nicht alles verraten wird. So. Dann gab es ein weiteres Diplom. Es gab ja schon diese Delegation, die in Indien war, aus Weißrussland eben bei diesem Forum in Indien, wo einfach Verträge schon unterzeichnet wurden, also Vereinbarungen im Stadt Maharashtra, geht um einen Seehafen, Entwicklung Smart Cities eben. Und seit kurzem ist ja auch eben das Konstruktionsbüro Mitglied der IHK. Das wissen wir ja schon, wer schon länger dabei ist. Und sie waren auch eben auf einer Messe in Kiew, eben als Vertreter für Weißrussland auf einer Ausstellung weißrussischer Produzenten. Und da gab es jetzt im Nachhinein eben nochmal hier dieses Diplom, das unterzeichnet wurde eben von zwei weißrussischen Vertretern der Industrie- und Handelskammer. Also auch wieder eine wichtige Möglichkeit der Zusammenarbeit eben in Kiew. So, dann, was natürlich wichtig ist, ja, das darf man nicht unterschätzen, das sind immer wieder dieses Offenlegen der Wirtschaftsdaten, das ist Grundvoraussetzung für einen IPO, aber natürlich auch für ICOs, diese Transparenz, dass alles passt. Also auch hier wieder eine Wirtschaftsprüfung eben. Seit 2015 wird das Ganze abgeliefert und laut den Bewertungen spiegelt das Ganze wieder eben, dass es alles ohne Beanstandung ist und dass es bestens alles läuft. Für uns ganz wichtig, für uns Investoren. So, dann die Stadtverwaltung von Jekaterinburg. Wir haben es ja mitbekommen. Sie machten einen Besuch, da gibt es ja auch ein Video drüber. Diese Delegation aus Jekaterinburg unter der Leitung von Jewgeni Archipow, eben dem stellvertretenden Bürgermeister, für die Gestaltung der Stadt. Also man merkt hier, es geht um die Gestaltung, wie er dort unterschrieb. Man unterschrieb hier auch schon wieder Dokumente über eine beschleunigte Einführung der Innovation ins neue Stadtkonzept. Ja? Wer ihn nicht kennt, hier ist er, ja, der stellvertretende Bürgermeister, hier übrigens vor der Manufaktur. Ich durfte sie auch schon besuchen und in dem kleinen Video werdet ihr sehen, unsere Investoren hatten ein Wahnsinnsglück. Sie durften das volle Programm miterleben. So viel kann ich euch schon verraten. Sie durften sogar Unibus fahren. So, also auch hier, sie haben alles besichtigt, was eben relevant war für sie. So, dann auch wichtig immer, dass man die Presse mit einzieht. Hier eine ganz wichtige, die Kosmolowska Pravda in Belarus, eine wichtige Zeitschrift in Weißrussland, besucht einen ganzen Tag die Produktionsstätte und den Ökotechnopark, schaut den Leuten über die Schulter und bringt einen großen Bericht eben in ihre Zeitung. Also wir sehen sie alleine heute schon wieder zwei Zeitungsartikel, also Presse ist hier voll dabei. Dann hier nochmal eben den Bericht, wer das Video am Anfang gesehen hat und nicht verspätet gekommen ist, aus San Marino, diesen Inselstaat, der ja sehr felsig ist, wo es also nicht so einfach ist, Transportwege zu machen, aber sehr, sehr malerisch. Ich habe mir vorgenommen, nach dem Video, da muss ich hin.
Und hier ein Vertreter von diesem Architekturbüro. Und das Interessante ist, ich habe ja hier dieses Bosco-Vertikale ganz bewusst, dieses Bild euch mit eingebaut, diesen senkrechten Wall. Das heißt, dieses Architekturbüro, dieses Bosco-Vertikale, arbeitet im Prinzip auf der gleichen architektonischen Basis wie eben Junitzki auch mit seinen Ökohäusern. Das passt einfach alles und die möchten eben hier zusammenarbeiten. Und das nächste Schritt wird jetzt sein, nach deren Besuch, jetzt, ich glaube, das war jetzt schon der zweite Besuch, wird jetzt eine Delegation der Techniker nach San Marino reisen und wird sich dann vor Ort anschauen, was denn jetzt als weitere Schritte eben geplant ist und eben die Details sich genauer ansehen und klären. So, dann gab es die neuen Fahrzeuge werden vorbereitet und werden jetzt auf die Trassen gebracht, eben um wieder zu testen. Die Tests in den Fabriken sind durchgeführt worden unter Laborbedingungen und innen eben, aber jetzt kommen sie auf die Teststrecken. Das ist das, ich glaube, das 18-Personen-Fahrzeug und das 48-Personen-Fahrzeug, Unibus und Unicar, werden eben jetzt rausgebracht. Und ich gehe davon aus, dass eben auch dann die nächsten Zertifizierungsschritte hier folgen. So, und zum Abschluss natürlich das Event des Jahres hier mit einem Bild aus dem letzten Jahr. Wer noch nicht dabei war, ich war ja schon dabei, war für mich einfach sehr, sehr wichtig dabei zu sein. Dieses Jahr wird es noch viel, viel interessanter, viel konzeptionelle neue Tendenzen. Es soll sogar eine neue Leichtlaufstrecke noch kommen. Die Investoren, die vor Ort waren, die haben mir berichtet, da hat sich ja schon wieder einiges verändert seit letztem Jahr. Die waren ja auch schon teils letztes Jahr mit dabei. Also auch hier schon einiges an Verbesserungen da. Und wer dabei sein möchte, ist sicherlich hochinteressant. Wer ein bisschen empfindlicher ist mit Essen, der sollte sich vielleicht das eine oder andere mitnehmen, weil es ist dort natürlich dieses Militäressen, das nicht so jedermanns Sache ist. Aber ansonsten, es geht ja hier nicht ums Essen, es geht hier um das Ganze zu sehen, um es live zu erleben, um einfach das Gefühl zu bekommen, ja, das ist alles real. Auch die Drohnen sollen ja gezeigt werden, natürlich nicht in Aktion, das wäre viel zu gefährlich, aber hier wird sicherlich einiges Spannendes gezeigt werden. Und achtet darauf, die Tickets werden von Monat zu Monat teurer. Und Flug bitte buchen, Hotel sage ich noch Bescheid, wer noch nicht gebucht hat, was sehr günstig ist, was wir definitiv mit dem Bus anfahren werden. Ich werde einen Bus organisieren. Das ist das Jubilani, weil da haben schon einige gebucht. Das ist auch sehr preisgünstig, liegt sehr zentral, kann man definitiv empfehlen. So, dann natürlich die InoTrans. Wichtiges Event, wer nicht mit dem Flugzeug reisen will, wer in Deutschland sich das live ansehen will, dort wird ja auch das Highspeed-Fahrzeug dieses Jahr vorgestellt. Sehr spannend, wie gesagt. Die meisten werden am 21. dort sein, weil mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit natürlich am 22. dann dieses Event ist von Sky the Capital. Oder eben am Abend, aber ich denke mal eher am Tag danach, weil es werden meiner Meinung nach sehr, sehr viele Investoren dieses Jahr dabei sein und sich das ansehen. Also für mich war die erste InnoTrans das Schlüsselerlebnis. Ich kann es nur empfehlen. War hochinteressant. Es genügt aber ein Tag. Ja, sage ich euch schon. Ich habe mir damals alles angeschaut, auch die anderen. Es war nichts Innovatives für mich, was mich so weit interessiert hätte. Am meisten Rummel war tatsächlich damals bei Sky und zwar mit Abstand. So viel kann ich euch versichern. So, und hier schon Skyway und die Zukunft, ja, Transnet, das Schlüsselerlebnis, ja, hier haben wir schon die Plattform transnet.io. Hier geht es natürlich um die Steuerung der Fahrzeuge, hier ein paar Bilder dazu. Alles wird ja über Blockchain gesteuert und abgewickelt, auch die Smart Contracts und auch die Datenweitergabe, die Zusammenarbeit länderübergreifend, alles wird über Blockchain laufen. Und diese Blockchain-Technologie, das läuft natürlich über das Transnet. Und wie gesagt, zum Thema Token, der damit verbunden ist, dann das nächste Mal im Workshop, nächste Woche mehr drüber. So, und die auch
Die Zukunft, ja, das wird wahrscheinlich auch über Transnet dann gesteuert, nämlich Spaceway. Und wenn ihr glaubt, das ist Zukunftsvision in 10 Jahren, dann seht ihr euch aber sehr, sehr getäuscht. Ja, das sage ich euch. So, und das ist ein ganz, ganz neues Bild eben aus dem Museum und das ist schon mal die Vision Transnet. Seht ihr hier diesen Gürtel rum? Also dort im Museum kann man hier drauf tupfen. Ich habe hier bewusst die Hand meines Investoren, ich habe sie aber nur klein drauf, damit man sie nicht erkennen kann. Und wenn man hier drauf tupft, dann wird das groß und dann kann man schön sehen, wie dieser Ring hier draußen herumgeht. Also hier auch nochmal, das sind ganz, ganz aktuelle Bilder aus dem Museum im Ökotechnopark. Und das Ganze ist viel, viel näher, als ihr euch nur im geringsten vorstellen könnt. Also das nur so abschließend noch für heute. Ja, die Sigrid war auch dabei mit ihren Krücken letztes Jahr. Hut ab, wir mussten nämlich gehen und das war natürlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr organisiere ich den Bus selber. So, zu unserem Webinar vielen Dank jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Also bitte noch etwas Geduld und wir hören uns zum Webinar erst wieder zum nächsten Webinar am 31. Mai. Ich bin sehr viel unterwegs, wie viele schon mitbekommen haben.